Got Feinde! Ich sorge für Deckung. But too much of that stuff fallen into mine. And into each heart.
Dies ist Radio Enklave mit Ihrem Gastgeber, mit mir, Präsident John Henry Eden. Hallo, wunderschönes Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Es ist an der Zeit, etwas recht Wichtiges zu erörtern. Es geht um, nun ja, meine Präsidentschaft. Ich weiß, dass diese Frage aufgekommen ist, wie ich in dieses erhabene Amt gewählt wurde. Oder ob ich überhaupt gewählt wurde? Muss ich antworten? Ich wurde natürlich gewählt, geliebtes Amerika. Ist denn nicht das Wahlrecht das Fundament einer Demokratie? Leider kann ich im Interesse der nationalen Sicherheit nicht die Einzelheiten der Wahl erörtern. Sie werden das verstehen. Aber ich bin Ihr Präsident, weil die richtigen Leute entschieden haben, dass ich es sein soll. Ich bin Ihr rechtmäßig gewählter Vertreter. Wenn die Zeit gekommen und meine Amtszeit vorbei ist, kann Amerika natürlich einen neuen Präsidenten wählen. Sieg! Und dieser Mensch wird unser ganzes Vertrauen erhalten und unsere gemeinsamen Werte vorwärts in die Zukunft tragen. Demokratie, liebe Amerikaner. Demokratie. Jetzt. Und für alle Zeit. Denken Sie daran, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet ständig daran, dieses Land wieder zum Ruhm zu führen. Es braucht nur Geduld und etwas Glück. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Ich habe hier einen, ich greife an. Ziel! Was soll das denn? Noch einer für die Bruderschaft. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden, direkt in Ihr Herz. Handel mit allen Nationen, doch ohne Bündnisse. Das sollte unser Motto sein. Ich grüße mein geliebtes Amerika. Hier spricht Ihr Präsident, John Henry Eden. Ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Wussten Sie, dass unter uns Leute weilen, die unsere Hoffnung auf Frieden, Ordnung und Sicherheit zerschlagen wollen? Diesen Radikalen sind sie völlig egal. Diese Leute gehören Amerika. Interessieren sie sich dafür, sich selbst in die Taschen zu füllen. Entwarnung. Wir müssen mit diesen Hetzern abrechnen. Und dann sind da die Raiders. Diese anarchistischen Schläger durchstreifen die Wüste und stehlen und ermorden alles, was ihnen über den Weg läuft. Und dann diese stählernde Bruderschaft. Lassen Sie sich nicht von Ihrem pseudo-ritterlichen Unsinn oder den Verbindungen zur Armee zum Narren halten. Diese gepanzerten Pfadfinder sind lediglich gemeine Kriminelle mit Zugang zu antiquierter Technologie. Kriminelle, die die Verwegenheit hatten, das Pentagon, die wichtigste Militäreinrichtung des Landes, als persönliches Vereinsheim zu beanspruchen. Nicht zu vergessen, die Leute, die die stählerne Bruderschaft verlassen haben, gebrandmarkte Ausgestoßene. Sie sind im Exil sogar noch gefährlicher. Was ist mit den Sklavenhändlern von Paradise Falls? Den furchteinflößend verstrahlten Ghulen von Underworld? Und schließlich mit den schrecklich entstellten Supermutanten, die die gesamte Innenstadt von DC überrannt haben? Gesetzlosigkeit, Schrecken, Mord. Sie sind allgegenwärtig. Dessen bin ich mir bewusst. Aber nicht mehr lange, geliebtes Amerika. Nicht mehr lange. Die Enklave wird in dieser großartigen Nation Frieden, Ordnung und Wohlstand.
Abstand wiederherstellen. Und wer gegen uns ist, wird entfernt. Für immer. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten, John Henry Eden, direkt in Ihr Herz. Angriff eingeleitet. Diese Generation von Amerikanern hat ein Rendezvous mit dem Schicksal. Präsident Eden. Und wenn Sie einen Moment Zeit für mich haben, sollten wir miteinander reden. Sprechen wir doch einmal über unsere Regierung. Das oder genau gesagt über Ihre Regierung, liebes Amerika. Die Enklave. Aber wer ist die Enklave? Das ist sehr einfach. Sie, liebe Amerikaner, sind die Enklave. Schwestern, Tanten, Freunde und Nachbarn. Und ja, ich bin damit auch die Enklave. Ich wurde getroffen. Als Präsident habe ich die Verantwortung, über unsere großartige Demokratie zu wachen. Ich wurde getroffen. Als Ihr Präsident bin ich die Stimme, das Herz, die Seele der Enklave. Bin ich auch die Stimme, das Herz, die Seele Amerikas. Aber nur gemeinsam können wir das Potenzial entfalten und wieder zu dem werden, was wir vor dem Krieg waren. Eine Gemeinschaft, wunderbar und mächtig. Aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. Das war Präsident Eden. Danke fürs Zuhören. Ihr Vater wäre stolz auf Ihre Taten. Hallo, wunderschönes Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Die Enklave ist zurück, Amerika. Und nicht nur im Radio. In diesem Moment patrouillieren Enklaventruppen durch das Ödland der Hauptstadt. Diese guten Männer und Frauen unter dem Befehl des tüchtigen Colonel Augustus Autumn haben eine Mission: Amerika Frieden und Ordnung wiederzubringen. Aber hören wir, was er selbst zu sagen hat. Ich präsentiere allen Amerikanern
Colonel Augustus Autumn. Danke, Mr. President. Feind entdeckt, Menschen des Ödlands der ich Hauptstadt. Sorge für Deckung. Ich bin Colonel Orton. Brauche Hilfe! Mittlerweile sind sie in ihren Städten und Siedlungen den Enklaventruppen begegnet. Wenn Sie die Enklave sehen, sehen Sie die Regierung der Vereinigten Staaten. Wir wurden autorisiert, Gesetz und Ordnung wiederherzustellen. Egal wie. Dass es dich je gab. Gehen Sie nicht den Weg und lassen Sie unsere Arbeit tun. Wenn Sie sich der Mission der Enklave entgegenstellen, wird man kurzen Prozess machen. Sehr gut, Colonel, sehr gut. Da sehen Sie es, liebe Bürger. Die Enklaventruppen sind jetzt bei Ihnen. In Ihrem Leben, in Ihrem Herzen. Zusammen werden wir den Ruhm dieser großartigen Nation wiederherstellen. Nach und nach. Doch jetzt, geliebtes Amerika, muss ich lebewohl sagen. Denn es gibt viel Arbeit zu tun und die Enklave ruht sich nie aus. Niemals. Bis zum nächsten Mal. Das war Ihr Präsident, John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Ziel im Blickfeld! Ich habe Kontakt! Sie hören Radio Enklave. Feind im Angriff! Ich bin Henry Eden, Präsident der Enklave, Präsident von Amerika. Sieg! Präsident Ihres Herzens. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten, John Henry Eden, direkt in Ihr Herz. Ein guter Führer darf seiner Gefolgschaft nicht allzu weit voraus sein. Noch einer für die Bruderschaft! Hallo, großartiges Amerika! Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Wir leben in einer Zeit der Armut, Gier, Gewalt, Zerstörung. Ja, der Sitz der Bundesregierung, Washington D.C., wurde zu etwas heruntergewirtschaftet, was heute Ödland der Hauptstadt genannt wird. Das Ödland der Hauptstadt. Wie konnte es dazu kommen, Amerika? Wie konnten es deine Anführer zulassen, dass die mächtigste Nation der Erde stirbt? Die Antwort ist recht einfach. Inkompetenz. Inkompetenz in den obersten Rängen der Macht. Wir haben Trotteln unser Vertrauen geschenkt. Unsere starken Führer hatten alles, was sie wollten. Wir sollten vorsichtig sein. Macht, Reichtum, Ansehen. Das machte sie faul. Und Faulheit führt zu Dummheit, liebe Amerikaner. Ich werde sicher nicht die Fehler meiner Vorgänger begehen. Wenn John Henry Eden ein Land aufbaut,
baut er es dauerhaft. Auf amerikanische Art. Hat mein geliebtes Amerika das denn nicht verdient? Eine Zukunft ohne Krieg, Angst und schreckliche Unsicherheit? Natürlich hat Amerika das verdient. Als Präsident versichere ich Ihnen, ich werde nicht ruhen, bis auch alle das haben, was sie verdienen. Einen Ort, den man wirklich als Heimat bezeichnen kann. Doch jetzt, geliebtes Amerika, muss ich lebewohl sagen, denn es gibt viel Arbeit zu tun und die Enklave ruht sich nie aus. Niemals. Bis zum nächsten Mal. Das war Präsident Eden. Danke fürs Zuhören. Auf Ziele eingeleitet. Wo? Mit unseren Waffen und unserer Ausbildung sind wir überlegen. Ergib dich. Schalten wir den Gegner aus. Und jetzt eines meiner angesprochenen Zitate. Aus dem Leben des Präsidenten John Henry E. direkt in ihr Herz. Möge das unser Land immer erfolgreich sein und unabhängig vom Erfolg immer. Entwarnung! Hallo Amerika, hier spricht John Henry Eden, Ihr Präsident. Es gibt Dinge, über die wir miteinander sprechen sollten. Als ich ein Kind war, das im ländlichen Kentucky aufwuchs, hatte ich den besten Freund, den ein Junge haben kann. Meinen lieben alten Hund, Honey. Ach, all unsere Abenteuer. Wir reisten von Knob Creek bis Ochsenville. Sorgenfrei und mutig. Verantwortungslos und unzertrennlich. Für mich als kleinen Jungen war die Welt damals perfekt. Ich frage nun Sie. Auf wie viele Ihrer Kinder trifft das Gleiche zu? Wie viele Jugendliche dieser Nation sind wirklich glücklich und sorgenfrei? Wir kennen doch alle die Antwort, oder? Amerikas Kinder führen ein schreckliches, bedeutungsloses Leben. Es gibt keine Hoffnung, keine Fröhlichkeit. Doch das wird sich ändern. Genau hier, genau jetzt. Ab sofort haben die Kinder dieser großartigen Nation die höchste Priorität. Die Enklave wird alle Schulen wieder aufbauen, alle Jugendprogramme fortführen und Rat sowie finanzielle Hilfen für bedürftige Familien anbieten. Wir werden den mittellosen, verwaisten Kindern des Ödlands der Hauptstadt qualifizierte Erwachsene zur Seite stellen. Wir werden die amerikanische Familie so wieder aufbauen, wie sie war, wie sie sein sollte. Die Werte unserer Vergangenheit sollen das Fundament unserer Zukunft sein. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen, liebe Amerikaner. Selbst die Enklave braucht etwas Zeit, um diese großartige Nation wieder aufleben zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Willkommen zu Hause. Ich hoffe, es verläuft trotzdem. Hier spricht Präsident Eden. Und Sie hören Radio Enklave, die Stimme Amerikas. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Amerika wird nie von außen zerstört werden. Ich sorge für Deckung. Wenn wir zögern und unsere Freiheit verlieren, geschieht das, weil wir uns selbst zerstören.
Gebiet gesichert.